Der Countdown zum ersten K.O.-Spiel bei der Fußball-EM läuft. Heute Abend trifft das DFB-Team im Achtelfinale auf Dänemark. Erstmals muss Bundestrainer Nagelsmann seine Startelf umbauen. Denn der Leverkusener Jonathan Tah ist nach 2 gelben Karten gesperrt. Für ihn dürfte Schlotterbeck einspringen. In Dortmund bereitet man sich auf ein großes Fußballfest vor. Ob im Stadion oder beim Public Viewing, über 100.000 Fans werden erwartet. Jetzt geht's Richtung Flughafen und dann nach Dortmund, oder? Steht an. Ach, ein Achtelfinale. Jetzt geht es um alles oder nichts. Und das in seinem Heimatstadion beim BVB. Niklas Füllkrug, halb Fußball Deutschland, sieht in ihm mehr als nur einen Joker. Er, der 2 Tore in 74 Minuten gemacht hat. Er, der kopfballstark den Dänen Paroli bieten kann. Alles sieht danach aus, dass er diesmal in der Startelf spielt. Doch natürlich lässt sich Nagelsmann nicht in die Karten schauen. Ich gebe auch keine Info raus. Es gibt ja ständig irgendwie Diskussionen über alle möglichen Spieler. Also ich verfolge es gar nicht. Ich lese nichts, habe genug zu tun. Und demnach, glaube ich, haben wir im Trainerteam genug Expertise, auch ohne das Verfolgen der Diskussionen auf eine gute Lösung zu kommen für morgen Abend. Erklärtes Ziel, der Einzug in die nächste Runde. Und der Jubel gestern, die Ankunft im Mannschaftshotel in Dortmund. Home Turf auch für Nico Schlotterbeck, der für den gelb gesperrten Jonathan Tah wohl in die Innenverteidigung muss. In Deutschlands größtem Bundesliga-Stadion. Und das mit der tollsten Atmosphäre, sagen Kenner. Mit dem 12. Mann garantiert im Rücken. Vorfreude bei Robert Andrich. Natürlich, wenn man jetzt schon mal im Stadion ist und den Rasen sieht, dann kribbelt es schon, dann möchte man gerne raus. Aber grundsätzlich versuche ich eigentlich noch so entspannt wie möglich zu sein. Vorbereitet sind wir. Wir sind Profis genug, das auch rechtzeitig auf den Platz zu bringen. Mit dabei bei den Trainings der zuletzt angeschlagene Antonio Rüdiger. Für alle, die um ihn gebangt haben, Entwarnung. Im Moment sieht er fit aus. Wir sind happy, ihn wieder zurück zu haben. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, kann er morgen spielen. Jetzt muss nur noch der liebe Wettergott mitspielen, damit das Achtelfinale trocken bleibt und so schön emotional wird.